Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonda. Heute mal was ganz Neues. Und zwar rendere ich gerade parallel ein Video. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich rendere und nehme gleichzeitig auf. Ich laufe hier quasi auf 200% Effizienz. Das muss mir mal einer nachmachen. Ich habe bis jetzt nur nicht ausprobiert, ob das geht. Normal kann ich nicht aufnehmen und rendern, aber dadurch, dass jetzt der Hauptverbrauch auf der Switch liegt und nicht auf meinem PC, denke ich, sollte das funktionieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass mein Computer aus dem Hintergrund mal etwas lauter wird. Oh, hier ist eine Schatzkiste versteckt. Mit gekochtem Fisch. Aber ich denke, das sollte sich auch in Grenzen halten. So, wo können wir denn jetzt hier? Können wir abreißen ins Altkönigreich, oder? Alle an Bord! Let's go! Und wir sind auf einem neuen Kontinent, beziehungsweise über den See. Wow, wir sind ja weit gefahren. Danke. Das hätte man jetzt nicht schwimmen können oder so. Jetzt ist die Frage, was erwartet uns hier? Menschen? Warum sind hier Menschen? Ich dachte, ich bin der Erste, der mit dem Floß hier rüberfährt. Finicorns haben in jedem Ohr 32 Muskeln. Das ist also das Erste, was du jemandem sagst, nachdem du ihn im Altkönigreich triffst. Dem Ort, aus dem die Düsternis kommt. Du erzählst mir was über die Ohrmuskeln von Tieren. Danke. Danke. Ohne diese Information wäre ich hier bestimmt elendig gestorben, aber so werde ich überleben. Es wird schon wieder dunkel. Es ist unfassbar. Ich habe auch mal versucht, ich kann euch das gleich zeigen, mal ein bisschen an der Helligkeit rumzudrehen. Normal, viele Spiele haben ja die Option, dass man an der Helligkeit ein bisschen was rumdreht. Aber bei mir, sorry für das verzerrte Bild, ich kann das nicht anders machen. Aber bei mir würde es quasi so aussehen. Es würde quasi das Bild nur ausblassen. Oh, nee. Nee, echt nicht. Dinge, die nicht sein müssen. So, hier haben wir viel geiles Zeug. Da drüben scheinen wir einen Teleporter zu haben. Wenn ich das so richtig sehe. Komm, wir pflanzen hier mal was an, um das Ganze hier ein bisschen am Glanzstrand. Das ist so glanzvoll, sieht der mir jetzt nicht. Vielleicht war er mal. Vielleicht war er mal schön. Oh, da haben wir noch einen Nebel, wie es aussieht. Ich verstehe nicht, warum es manchmal so Dinge gibt, die 13 Feen brauchen, 14 Feen brauchen, dann gibt es so welche mit 4. Irgendwo im... Also wir sind ja an der Stelle, wo man nicht direkt am Anfang vom Spiel hinkommt. Ne? Man muss ja schon eine gewisse Menge an Spiel hinter sich gebracht haben, um hier überhaupt herzukommen. Mir fehlt trotzdem die Funktion, dass ich Zeit abwarte. Dass ich jetzt warte, bis Tag ist. Das fehlt mir definitiv. Was haben wir hier denn für einen ominösen Baum? Ich hätte mal auch gut was verstecken können. Flammenshampoo. Was ist denn ein Flammenshampoo? Komme ich von hier in die Düsternis ran? Nein. Und da scheint auch noch was zu sein. Da ist nämlich noch ein Ausrufezeichen in der Düsternis drin. Und... Ah, du bist ein Stein der Weisen. Der Weisheit. Zeige mir, dass du es ernst meinst. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Pflanze 5 Bäume. Ich habe jetzt leider hier... Ich meine, hier gibt es viele Stellen, wo man Bäume pflanzen kann. Aber ich habe jetzt halt schon 2 gepflanzt. Das heißt, ich habe zum einen weniger Samen, richtig? Mist.
Ich habe zum einen gar keine Samen mehr und zum anderen habe ich die Pflanzspots schon verwendet. Es ist jetzt etwas ungeil tatsächlich. Außerdem kann es jetzt echt mal wieder Tag werden. Ich habe jetzt genug Nacht gehabt. Ich will mich nämlich langsam ins Altkönigreich, also mehr so zentral aufmachen. Und das will ich echt machen, wenn man ein bisschen mehr sieht als... Sandpfötchen! Als nur den kleinen Lichtradius, den ich hier um mich mitschleppe, quasi. Was haben wir denn da? Ein alter Kohleofen. Sonst nix. Plonk. Ah, wir haben Erz rausgekriegt. Das ist... Okay. Hallo, du sollst mitnehmen. Hat Doofkopf. Es miaut. Und wenn es miaut, nehmen wir es mit. Ganz einfach ist das. Hier haben wir eine Mine oder so. Was ist denn hier? Aber das ist wieder sowas, wo ich mein verschwendetes Potenzial, ne? Hier ist, das ist ein wahnsinnig interessanter Ort. Ich will hier ein Tagebuch oder so lesen. Es hat das Spiel ja schon vorgemacht. Es gibt ja so zwei, drei Orte, wo man Tagebücher lesen kann. Ich will wissen, was das hier für ein Ort ist. Ich will die Geschichte dahinter wissen. Und nicht einfach was Silbershampoo finden, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt, ich finde es sehr schade. Das macht mich traurig. Dann werfe ich mal einen Blick auf die Karte. Was haben wir da? Reis ins Altkönigreich. Ist also erst das Ausrufezeichen. Sind wir noch nicht im Altkönigreich? Oder ist das einfach der Gebietsname? Altkönigreich. Wir klettern hier erstmal durch den Canyon durch. Vielleicht sollte ich erstmal direkt zum Ausrufezeichen. Wäre vermutlich die bessere Idee. Aber es wäre zu einfach. Ich mach's mir nicht so einfach. Wo führt uns dieser Canyon denn hin? Nein! Abgeschmiert. Hallo? Lässt du mich da wieder... Ich versuch's nochmal. Kleine Jump-and-Run-Passage hier. Ach, da komme ich eh nicht rüber, oder... Was? Ah, da ist die Truhe! Hab ich überhaupt nicht gesehen. Rotes Feuer entdeckt. Ich dödel. Die Akuna-Oase. Hier leben also doch Menschen. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, es ist hier alles verlassen. Hast du gehört? In Bobbentorf sind sie sehr interessiert an Zubehörwaren. Okay. Ich finde, der Königsfisch riecht gut. Es sind halt... Die Bewohner haben so nichtssagende Infos. Ich finde das so schade, Freunde. Angeblich wurden Gigalef-Fische an der Crestfallküste und auf der Zitterebene gesehen. Vielen Dank für die Information. Hier brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Na, 5. Es macht halt auch keinen Sinn. Ich meine, wenn das wenigstens in Relation mit der Größe des Nebels stehen würde, wie viel Feen wir brauchen. Und was hat mir das gebracht, den Nebel hier zu entfernen? Nix, wie es aussieht. Danke. Vielen Dank für gar nichts. So, und das, der Ort hier war jetzt schon wieder absolut nichtssagend für mich. Ich habe hier keinen Vorteil dadurch, diesen Ort gefunden zu haben. Aber hier gibt es Münzen aus dem Altkönigreich zu kaufen. Was mir aber auch relativ egal ist, weil ich da überhaupt keine Bindung zu habe. Ich weiß
bis jetzt nicht, was mir die Altkönigreich-Münzen bringen. Ich weiß nicht, warum ich die kaufen sollte. Du stellst was her. Mhm. Stellst du, ich gebe mir 5 Fische und ich gebe dir was Tolles dafür. Ja, wieder Altkönigreichsmünzen. Von euch haben wir ja schon genug Leute gesehen. Hier haben wir noch ein Nöbel. Moment. 14 Geister. Wir haben die erste Nebelwand gefunden, die wir nicht beseitigen können. Wow. Das wird jetzt bestimmt noch voll intens. Und wir brauchen am Schluss, um das Spiel zu gewinnen, 35 Feen. 35.000 Feen. Oder wieder so 2. Wie ich das Spiel kenne. Immerhin eine Sonnenbrille. Da sage ich natürlich nicht nein zu. Habe ich generell, lass mich mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Habe ich hier noch irgendwo, da habe ich noch eine Düsternis, die ich nicht beseitigt habe. Es gibt doch noch die ein oder andere Düsternis, die ich nicht beseitigt habe, tatsächlich. Oder auch hier die Region leidet. Das interessiert mich halt nicht, weil ich damit nichts verbinde mit der Produktivität der Region. Klar, man kriegt dann, soviel ich gelesen habe, hier kommen wir gar nicht rein. Die Finsternis können wir überhaupt nicht beseitigen. Hashtag Invisible Wall. Aber es fühlt sich für mich nicht so an, als ob es irgendwie sich lohnen würde, ne? Okay, da kommen wir nicht durch. Es ist einfach, es macht mich so wahnsinnig traurig zu sehen, wie viel Potenzial hier verschenkt wird. Dann müssen wir uns wieder durch den Canyon zurück aufmachen. Und wir begeben uns direkt zum Ausrufezeichen. Schwupp, oh, da konnte ich nicht drüber springen. Mist. Mist, Mist. Misty, Mist. So, einmal zurück. Bitte, Taxi. Einmal Hauptbahnhof. Einmal Altkönigreich Hauptbahnhof, bitte. Moment, das wählt mir aber auch gerade die falsche Quest aus, oder nicht? Ja, es hat mir die komplett falsche Quest ausgewählt. Hä? Auch gut. Danke dafür, Spiel. Was ist denn das da oben? Mich interessiert das so. Ich muss unbedingt nochmal da hoch auf den Berg, bevor wir hier irgendwie zu tief ins Altkönigreich vordringen. Das ist halt immer so Reise von A nach B und von B nach A, weil wir keine Teleportationfunktion haben. Aber die Welt ist halt so leer, weil wir halt fast nichts entdecken können. Das macht das Ganze halt so langatmig und... ich weiß nicht. Ich bin schon ein schlimmer Nörgler. Das stimmt. Das ist absolut wahr. So, hier sind wir angekommen, gell? Richtig. Hier scheint ja richtig viel Düsternis zu sein. Und eine Katze, die habe ich gesehen. Komm mit, Katze. Das hier scheint mir ja der Ursprung allen Übels, oder? Grüße, Geisterseher. Deine Reisen haben dich viel gelernt. Aber es gibt noch viel mehr für dich zu lernen. Wir stehen vor dem Wolkenfänger. Einst eine großartige Leistung unserer beiden Völker. Heute eine offene Wunde zwischen unseren Welten. Diese Wunde entsteht zwischen dir und den Antworten, die du suchst, und ist die Quelle der Düsternis. Durchsuche die Wüste, Geisterseher. Finde den alten Mann, den die Zeit vergessen hat. Er wird dir zeigen, was zu tun ist. Lebe wohl, Geisterseher, du hast doch einen weiten Weg zu gehen. Aufgabe abgeschlossen, Reise ins Altkönigreich. Und jetzt müssen wir den alten Mann, den die Zeit vergessen hat, finden. Da können wir nicht runter. Da war eine unsichtbare Wand davor.
Ich schaue mich hier trotzdem ein bisschen um, auch wenn wir hier wohl noch nicht weiterkommen, wie es aussieht. Was zum Geier, das sieht schon sehr cool aus. Okay, da kommen wir auch. Nee, hier ist alles voller Düsternis, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Das heißt, wir müssen, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wir hätten direkt zum Ausrufezeichen gehen sollen. Aber der ist da hinten. Da waren wir doch auch schon. Da war vorher niemand. I call Bullshit on this one. Da war kein alter Mann. Da war generell kein Mann. Auch kein Junger. I call them Bullshits on this. Außerdem kann ich keine Bäume anpflanzen. Das regt mich auch auf. Weil ich dadurch da hinten den Stein der Weisen nicht freischalte. Goddammit. Außer ich fäll vielleicht Bäume und krieg dadurch wieder Samen. Das wäre vermutlich keine dumme Idee, oder? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob das das Klügste zu tun ist. Aber ich werde es mal tun. Hicks, komm ran, Baum. So, und hier habe ich einen Samen. Und ich habe gerade gar nicht gesehen, ob das überhaupt gezählt hat. Fäll diesen Baum. Fäll diesen Baum. Wo ist mein Samen? Baumsamen? Nicht? Uncool Spiel, uncool. Uncool, was machst du hier? Ganzen Tag durch die Wüste laufen. Ich würde ja gern Bäume pflanzen, Stein der Weisen. Ich würde ja gerne. Aber das Spiel lässt mich nicht. Jetzt ist er hier drin. Okay, dann bleibt das Genörgel mal fern, dass ich nichts zu dem Haus erfahren habe. Beziehungsweise, das nehme ich wieder zurück. Ja, du siehst aus, als hättest du eine Menge zu erzählen. Tut mir leid, ich kann mir nicht jede Geschichte von irgendwelchen Reisenden anhören. Muss mich um eine Wasserquelle kümmern. Ohne Wasser überlebt man in der Wüste nicht lange und unsere nächste Quelle liegt hinter der Düsternis. Ich muss einen Weg finden, um die Düsternis zu beseitigen oder wir werden bald großen Durst haben. Was soll das heißen? Du hast die Quelle gereinigt. Oh, Geister sagst du, von Geistern habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich denke, du könntest genau die Person sein, die ich suche. Ah, dafür war der Nebel in der Stadt da. Du hast den Wolkenfänger gesehen? Einst war er eine Quelle des Lebens, doch nun verbreitet er Düsternis im Land. Aber ich kann ihn reparieren, wir brauchen die richtigen Teile. Wenn du mir die Teile bringst, kann ich den Wolkenfänger reparieren und im Nu wird alles wieder gut sein. Ansonsten wird sich die Düsternis immer weiter verbreiten bis... Bis nun, ich weiß nicht, was passieren wird, aber sicher nichts Gutes. Was sagst du, die Leute in Gemea erzählen auf dich? Ersatzteile, Wolkenfängersegel und Arkadia-Eis. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt ganz normal an Sachen kommen, um damit die Hauptquest weiterzuführen, oder... Wie muss ich das verstehen? Wir kriegen nicht mal gesagt, wo wir das Zeug herkriegen. Wir kriegen nur gesagt, was ist denn das? Schreinergildenmeister. Wir kriegen nur gesagt, repariere den Wolkenfänger. Okay, gut. Dann werde ich mich da vermutlich andersweitig ein bisschen schlau machen. Und dann würde ich sagen, dann sollte es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao.